Nee, ich kann nicht mehr. Nein, komm! Windgeschützten Wegen. Ja, Insider meines Videokanals dürfte es verwundern, dass an diesem helllichten Mittwoch Mittag meine Tochter Astra Samira hier im Westerwald weilt, wo sie doch eigentlich jetzt Lehrerin zur Anstellung ist an einer großen Berufsschule in Wetzlar. Ja, das hat folgende Bewandtnis. Als Lehrer zur Anstellung hat man, das ist in 3 Semester eingeteilt. Erstes Semester versucht man durchzublicken, wo man ist, was man macht, hospitiert bei erfahrenen Leuten, bekommt einen Stundenplan. Im zweiten Semester macht man 12 Unterrichtsstunden eigenverantwortlich und hat 2 Tage auch im Studienseminar. Die Studienseminare sind zuständig für die Organisation, Durchführung und Ausbildung von Lehrerausbildung. Ja, und das Studienseminar Gießen hat aktuell, bedingt durch Corona-Lage, auch wieder Homeoffice, sodass Samira heute und morgen von 9 Uhr morgens bis 12:30 und von 14:00 bis 17:00 Uhr jeweils Videokonferenzen hat. Und jetzt sind wir gerade in ihrer Mittagspause und können hier im hohen Westerwald auf verharschter Schneelandschaft einen schönen Erholungsspaziergang für Samira machen. Ja, sie kapiert langsam die Eva, dass es sich bequemer läuft in den Autofahrspuren, aber sie checkt trotzdem immer mal die Lage, indem sie die Spur wechselt und die Schneeart wechselt. One step forward and two steps back and the canyon breaks upon my back. Yeah. Balls mantle when you ain't get paid till the house is built and the bricks are laid. Heute ziemlich windstill im Westerwald, obwohl die Windräder sich drehen. Aber wir sind hier aktuell im Windschatten. Der Wind kommt aus Nordwest und wir befinden uns auf der Südwestseite eines Wäldchens. Und da ist es richtig schön. Thank you.
davon ab, ob es nochmal Neuschnee gibt oder ob das hier langsam wegtaut. Ich vermute, dass es nochmal Neuschnee gibt auf diesem alten Schnee drauf. Die Sprachsteuerung ist dermaßen scheiße im Vergleich zu den anderen. Well, I'm not a faking man, you see, and I'm not perfect on sympathy. One of these days I'm getting my fill, me down the road and over the hill. I'm gonna get them bricks again. I'm gonna do it for anything. I use my brain and stand on my back. I'm two-step forward and one step back. That's what you do. Ja, ich muss sagen, das sind aktuell also kleine Rentnerspaziergänge, die ich noch drauf habe. Für Samira, die war heute Morgen schon in Dunkelheit vor 8 Uhr mit Fly unterwegs und legt dann mal eben so 6, 7, 8 Kilometer zurück. Und ich bin froh, wenn ich hier 2, 3 Kilometer im Rentner-Style an die frische Luft komme. Aber mehr ist nicht machbar aktuell. Meine Gebeine sind einfach morsch, angeschlagen durch zahlreiche OPs, Unfälle, Brüche, Metalle, immer noch eine Metallkette im linken Schienbein, beide Knie mehrmals geöffnet, operiert. Und jetzt brauche ich dringend das neue Hüftgelenk. Und da bin ich froh, dass ich hier überhaupt noch entlang krieche. You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from the empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling over you. Leave your stepping stones behind. There's something that calls for you. Forget the debt you've left. That will not follow. Noch immer schöner, knackiger Winter hier im Hohen Westerwald. Ein paar hundert Meter weiter unten ist grüne Wiese. Too is falling over you.
während ich hier gemütlich wieder Richtung Wohnwagen schlendere, ist meine Tochter Samira mit unserer Hündin, mit ihrer Hündin Fleisch schon vorgedüst, weil ihr Homeoffice-Seminar, ihre Videokonferenz um 14 Uhr weitergeht und ich bin nicht gerade Weltmeister im Schnellrennen. Aber so habe ich Zeit, ein bisschen vor mich hin zu dümpeln, ein bisschen zu sinnieren, ein bisschen über diese Hündin Ava nachzudenken. Und eins hat mich heute total verblüfft. Also das verblüfft mich schon die ganzen Tage, dass ein Hündchen, ein Baby, ein Welpe von gerade mal 10 Wochen schon Verhaltensweisen drauf hat wie ein großer Hund, wie ein erwachsener Hund. Das heißt, in diesen Welpen sind schon so viele Gene verankert, die schon zum Tragen kommen, wo man denkt, woher weiß der Hund das? Woher weiß dieses Hündchen, wie das funktioniert? Heute Morgen habe ich ein paar Kaustangen gekauft und ihr eine gegeben und sie liebt diese Kaustangen. Und ich habe mich gewundert, nach 5 Minuten war die Kaustange verschwunden, bis ich gemerkt habe, dass sie in ihrem Laufgatter rumgescharrt hat und ihre Kaustange versteckt hat. Vorratsbildung machen wilde Hunde in der Wildnis, wenn sie ihre Fänge, ihre Essensvorräte, ihre Fleischvorräte nicht mit einem Mal verschlingen können, dann verstecken sie sie und finden sie später wieder. Und das machen ja viele Tiere der Wildnis, die ihre Beute nicht auf einmal verzehren können und sie so verstecken, dass sie kein anderes Lebewesen findet. Und das macht doch tatsächlich heute Morgen unsere kluge, witzige, vorwitzige, tollkühne Ava in ihrem Laufstall. Das gefällt mir. So. Ein kleiner Rentnerspaziergang mit kleinem Hund im Rucksack beendet. Der Hund hat gerade wunderbar geschlafen und jetzt kommt er aus seiner Zwangsjacke wieder raus. Ja, jetzt kommst du da wieder raus. Jetzt machen wir den Reißverschluss auf. Moment, machen wir den auf. Und dann kannst du dich wieder regeln und strägeln. Ja, Moment, das haben wir gleich. Ja, wie man hier auf den Videoaufnahmen sieht, heute wieder ein strahlend blauer Tag im Hohen Westerwald. Hier wechseln sich die Tage ein bisschen ab zwischen strahlend blau und neblig trüb. Aber das schöne Winterwetter überwiegt und lässt unseren Aufenthalt hier im Westerwald wieder zu einem Jahreshighlight werden. Wie schon oft erwähnt, ich liebe nicht nur die Sonne, ich liebe nicht nur den Sommer, das Frühjahr, den Herbst, nein, auch den Winter und vor allen Dingen Winter, wie er früher war, Winter mit Eis und Schnee, ab und zu auch Schneestürme, wie wir neulich hatten, wo jetzt noch der Rest Schnee von übrig ist und so allmählich vor sich hintaut. Aber auch diese Wetterlage gefällt mir total gut. Nachts Frost, tagsüber mild, wie jetzt gerade, dezent über 0 Grad. Und jetzt werde ich noch mal, endlich mal wieder, unseren Dutch-Ofen reinigen, der hier verrottet, verrostet mit dem Raketenofen schon Wochen, Monate lang im Regen und Schnee rumsteht. Ungepflegt und halb verrottet, denn es wird mal wieder Zeit, auf dem Dutch-Ofen mit der Gusspfanne und dem Raketenofen hier outdoors zu brutzeln. Und heute ist so ein Tag, da bietet sich das regelrecht an. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk. Gleich, setz dich darüber.
Jede glitzende Tanne. Nee, hey, da ist nichts zu fressen. Geh mal weiter hier hin. Komm mal hier hin, Fleisch. Hier hin. Setz dich hier hin. Jeder Nebel in den dunklen Wäldern. Jede Lichtung. Hier, kannst du mal gucken. Jedes summende Insekt ist heimlich an den Gedanken und Erfahrungen meines Volkes. Boah, dermaßen verrottet und verkammelt. So, hier. Der Saft, der in den Bäumen steigt, trägt die Erinnerung des roten Mannes. Die Toten der Weißen vergessen das Land ihrer Geburt. Salz als Scheuersalz, um den Rost vom Gusseisen zu lösen. Und anschließend werde ich unsere Toten vergessen den Topf und auch die Pfanne, die Gusspfanne, wieder mal auf dem Kugelgrill so halbwegs neu einbrennen, damit das Material hier wieder zum Einsatz kommen kann. Wir sind ein Teil der Erde. Und sie ist ein Teil. Ja, wer sich wundert, wo sich unsere neue Hündin Ava befindet, mit ihren 10,5 Wochen braucht sie noch sehr viel Schlaf und nach jeden 2 Stunden unterwegs sein, wach sein, pennt sie auch wieder 2 Stunden und aktuell liegt sie im schön warmen Wohnwagen in ihrem Pennerlager. Sie hat ein Welpenlaufstall von 1,60 Meter auf 1,60 Meter. Schön warm unterfüttert, mit Pisswindeln ausgelegt, mit Spielsachen bestückt. Und da fühlt sie sich wohl. Und wenn sie davon die Schnauze voll hat, vom Wohlfühlen, vom Laufgatter eingesperrt sein, dann meldet sie sich. Und dann kommt sie natürlich wieder raus und kann wieder am Leben outdoors hier in unserem Schneecamp teilnehmen. Ja, ich werde jetzt mal Haarschnee als Reinigungsmittel einsetzen, um die Töpfe vom Frost, zu befreien. Das in Kombination mit Salz. Das löst den Rost so ab. Ich könnte auch Sand nehmen, habe ich aber nicht. Dann nehme ich einfach Salz. Thank you.
So, nach dieser Vorreinigung mit Salz und einem ruppligen Schwamm gibt es ja erstmal eine kleine Spaziergehpause, denn meine Tochter Samira und ich, wir gehen hier auch immer spazieren, unangemeldet, aber auch ohne politisch, sittlich, moralische, ideologische Beweggründe. Nein, wir gehen spazieren, wie man das so üblicherweise macht, wenn das Wetter schön ist, wenn das Leben geil ist und wenn wir uns am Leben erfreuen. Und das in diesem dunklen, fürchterlichen, katastrophalen, diktatorischen Weltuntergangszeit. This all has no limitation. Fly und Ava bekommen jetzt ihre kurzen Brustgeschirre wieder abgezogen. Habe ich gestern erklärt im letzten Video, dass das beim Raufen, Kämpfen, Spielen gefährlich sein kann, wenn sie ihr Brustgeschirre tragen, weil sich dann die Reißzähne, sowohl die spitzen kleinen von der Ava, als auch die großen alten von der Oma Fly, im Geschirr des anderen verhättern kann. Und das kann dann zu Trugschlüssen, zu falschen Annahmen führen, was die Kampfbereitschaft und Kampfausführung des spielerischen Gegners betrifft. Und dann wird auf einmal aus Spaß tödlicher Ernst. Wenn ich das so erzähle, so kenne ich das aus Beschreibungen von Maschern, von einem meiner Lieblingsmascher, dem Franzosen Nicolas Vanier, Abenteurer, Buchautor, Filmemacher, der hat seinen Lieblingshund und auch später noch mal weitere Hunde verloren, weil Hunde gekämpft haben, gut befreundete Hunde miteinander gerauft, gespielt, gekämpft haben und dann wurde plötzlich aus Spiel ernst und ein Hund blieb auf der Strecke. Und das wollen wir natürlich jetzt vermeiden. Loris, der
Ja, mal interessant zu erwähnen, unsere beiden aktuellen Hündchen, die Welpin Ava, bekommt erstklassiges Welpenfutter, Kidsfutter von Josera, einer Spitzenfirma, die mit zu den Premium-Futterherstellern gehört. Und Fly kriegt auf ihre alten Tage jetzt auch das teuerste Futter, was ich kenne aktuell, nämlich von Wilderness. Und da stelle ich gerade schon fest, dass sie da etwas weniger Futter braucht im Vergleich zum vorherigen, weil sie gerade etwas zugenommen hat, obwohl sie sich mehr bewegt oder viel bewegt. Natürlich nicht zu vergleichen mit unseren langen täglichen Fahrradtouren in den zurückliegenden Jahren. Aber okay, ich werde die Futtermenge, die tägliche Futterration etwas reduzieren. Denn ein abgemagerter Hund ist scheiße und noch beschissener ist ein überfütterter, fetter Hund. Und darauf achte ich schon all die Jahre, dass das weder das eine noch das andere eintritt. Nicht da mitten im Schnee, am Rand, sonst sitzt sie nicht gut. Predator arrives out of the blues, surviving what nightmares do. Centuries cruel by a predator mind. A people held in bondage. A people pray to freedom as freedom cries. Waits in a cage. The man calls to justice. Justice lies in the dream of the living. Lies change. Genocide remains. Earth pillagers. Governments conspire in theft. The killing of the tribes. Lawlessness masquerading as law. 10 little Indians backwards, then there are none. Hey. Predator arrives, out of the blues. Desperation crawls over our skin. An advancing glacier, gouging a scar deep into our psychic soul. Centuries cruel by a predator mind. Something eating at you. The meal that lasts and lasts. Some holes are openings through the wall. Some holes are holes. Careful, you don't fall. The past isn't always kind. A problem with tomorrow. Isn't far behind. Surviving what nightmares do. Soul journeys into industrial night. Normalcy, a sure sign of low self-esteem. Insanities, face of tortured dreams. Ancient.
Ja, Samira übt jetzt auch ein bisschen wieder so die 0815 Kommandos ein mit Fly und natürlich nebenbei auch jetzt immer schon mit Ava. Und das ist einfach Sitz, Bleib, Komm und so, dass man Hunde unterwegs auch gut dirigieren kann. Fly, geh! Justice lies. Like centuries cruel by predator mind, Lord Satan, generals of war, people sacrificed in tears and blood, stone masons busy building walls, instant faces, double faces, like empty faces. Make a people feel much more alone. In the dream of the living, some violence ugly and mean, some violence sterile and clean. Predator words fall from lips of cold and ice. Lives pull through the needle. Any way you thread it is a rattling chain. In the place where all minds meet, genetic memories resist slavery. Continuation is evolutionary need. Ancestral power encoded in the DNA. Ancient voice sings of the people's way. In the dream of the living, ancestor stars reach from the great beyond. A people held in bondage, a people prayed to freedom as freedom cries. A man waits in a cage, a man calls to justice, but justice lies. Dream of the living. Predator arrives out of the blues. Lei, jetzt geh! Lei, komm! Ab, geh! Komm jetzt! Auf! Ja, eins kann man beobachten. Und wer genau hinschaut, sieht das auch hier auf meinem Video. Fly ist sehr liebenswürdig und wird aber von Ava immer wieder bedrängt, sodass Fly auch nicht in der Lage ist, sich von Ava loszumachen, ohne ihr wirklich weh zu tun. Ava lässt sich so gut wie nicht beeindrucken, wenn Fly anfängt zu knurren. Und Fly wird regelrecht bedrängt und belästigt.
Fliege. Bleib bei Fuß. Bleib bei Fuß. Bleib bei Fuß. Ja, auch mit Raclette habe ich Bock drauf. Der nächste Einkauf hätte ich gerne Raclette-Käse und Zeug dafür. Hergelatscht. Zum ersten Mal kann die Ava hier laufen, weil kein Hochwasser und kein Schlamm ist. Ich will gleich den Kugelfelsen machen. Da ist es schon dunkel. Ja, da ist die Sonne schon unter. Wirklich mein Lieblingsbaum. Einer meiner Lieblingsbäume. Kannst du mal sehen, wie morsch der schon ist. Fly, Ava, komm! Los! Fly, komm! Guck dir das an, da siehst du, wie frisch der Baum schon war die ganze Zeit.
Dann gehst du wieder vor. Oh, 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 oh. Da muss er wieder raus. Die beiden. Jetzt auf die Jagd. To play.
bunte Stern, der hinter mir hier in meiner Vorzeltbude hängt, ist ein Geschenk von meiner Frau Astrid zur Erinnerung an meine Hündin Luzi, die vor einigen Wochen in der Wüste von Tabernas sehr bitter ums Leben gekommen ist. Und natürlich ist dieser einzigartige Hund nicht vergessen, wird nicht vergessen, auch wenn wir jetzt eine junge Hündin in Bekleidung haben. Deshalb ist das kein Verrat an unserer Hündin Luzi, wie das so einige leicht überzogen denkende Menschen in Bezug auf Hundeliebe meinen, dass wir Luzi jetzt verraten hätten, weil wir nur schon kurze Zeit nach ihrem Tod einen neuen Welpen angeschafft hätten. Okay, nicht weiter kommentieren. Ich freue mich über den Stern und dieser Stern erinnert mich immer mit einem Grinsen im Gesicht, mit einem positiven Erinnern an unsere einzigartige, wunderbare Hündin Luzi, die auf wunderbar beschissene Art und Weise ums Leben kam.